Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehme ich euch mit auf die Flüsterparty. Ja, Flüsterparty, was genau das ist, das versuche ich für euch rauszufinden. Hier im wunderschönen Künstlerhaus. Und lasst uns mal gucken, wer uns die Frage, was ist eine Flüsterparty, beantworten kann. Wisst ihr denn, was eine Flüsterparty ist? Nee, bisher noch nicht. Bisher auch noch nicht, das erste Mal. Also eher so die Vermutung, dass man sich früher halt Bescheid gegeben hatte, indem man es sich weiter geflüstert hatte, dass eine Party ist. Aber was genau ist, weiß ich auch nicht. Ja, es ist eine Party in den 20er Jahren zu Zeiten der Prohibition. Und was genau bedeutet das? Dass wir hier im Untergrund feiern und wir nicht sagen dürfen, wo wir sind. Also eine geheime Party sozusagen. Ja. Was erwartet ihr denn heute von der geheimen Party? Amüsement. Okay. Ne? Spaß auf alle Fälle. Und mal schauen, was so passiert bei so Flüsterpartys. Seid ihr zum ersten Mal auf einer Flüsterparty? Ja, das allererste Mal, ja. Neben mir habe ich jetzt die Veranstalterin, die Saskia Dürr. Und wir haben gerade eben schon versucht herauszufinden, was eine Flüsterparty ist. Und leider muss man dazugeben, nicht jeder deiner Gäste weiß es. Was ist es denn, eine Flüsterparty? Ja, eine Flüsterparty ist eine Party in den 20er Jahren, die ein bisschen geheim ist. Weil in den 20er Jahren wurde zum Beispiel auch mal so steuerfrei gefeiert. Oder in den USA natürlich Speakeasy, die Prohibitionspartys, wo dann aus Kaffeetassen Alkohol getrunken wurde und solche Sachen. Und die wurden halt unter der Hand weitergeflüstert. Und so habe ich auch angefangen am Anfang, aber es war so geheim, dass ich es jetzt doch öffentlich machen muss, weil das haben viele nicht verstanden. Aber in den 20ern war das gang und gäbe, Flüsterpartys oder Flüsterkneipen oder überhaupt sich Geheimtipps weiter zu flüstern, und vor Ort war man dann richtig laut. Aber wie oft machst du denn die Flüsterpartys in München? Im Moment einmal im Jahr im Künstlerhaus. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Gut und ganz gut gelaufen. Und dann Backstage ist alles gut geklappt. Und ja, ich bin zufrieden. Meine Frage ist so ein bisschen, Öko-Fashion ist ja immer noch so ein bisschen, ja, Öko, warum, wieso, weshalb, warum? Warum hast